Hallo, oh, okay. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Live in the Tunnel. Nein, so, das ist auch nicht Live in the Wood, das ist ganz normal Minecraft und ich bin immer noch im Tunnel. Ja, da sieht das aus. Ich habe ein bisschen weiter gemacht, wie ihr seht. Auch hier mal andere Steine genommen, weil es so langsam zu kostspielig wurde, mit diesen Steinen zu arbeiten. Von denen hat sich so einige angesammelt. Ich habe gedacht, verbaue ich die erstmal auch ein bisschen, damit wir erstmal wieder Steine brennen können. So. Gut, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Diamantenspitzhacke, die ich ein bisschen verzaubern will. Ich war auch fleißig, war ganz heimlich ohne euch. Wo waren das jetzt? Ein bisschen in Höhlen, habe so einen Lavasee trockengelegt und ja, kalt gemacht. So, und habe dann reichlich Diamanten abgrasen können und ja. Deswegen möchte ich eine Diamantenspitzhacke ein bisschen verzaubern, damit sie haltbar bleibt. Und dazu muss ich erstmal wieder nach Hause laufen. Das heißt, wir haben einen weiten Wanderweg vor uns. Und da dachte ich, okay, übrigens, hier wartet auch noch ein schöner Lavasee auf uns hier. Ah, das wird auch schön. Da kommen wir dann vielleicht, oder ich mache mich wieder ganz heimlich ran. Keine Ahnung. Oder jemand anders ist schneller wie ich. Schauen wir mal. Aber jetzt dürft ihr erstmal mit mir nach Hause reisen. Ein von meinen vielen zu Hause. Gehen wir mal hier so über die schmale Brücke hier, die wieder noch existiert. Aber gleich müssen wir uns durch. Ja. Oh, hier ist Kohle. Kohle ist schon mal gut. Das bringt uns ja auch nochmal zusätzliche Punkte. Ganz ohne was zu töten. Aber nicht viel, sehe ich gerade. Jetzt hält das runter ab. Wie viel haben? Schön Kohle, das ist immer gut. Ja, weil wir so Kohle brauchen immer reichlich. Satt, weil wir ja Steine brennen wie blöd. Und gleichzeitig bringen uns ja Kohle ja auch Erfahrungspunkte, die wir ja auch wiederum brauchen, um eben halt Gegenstände zu verzaubern und zu reparieren später auch. Dass man dieses Problem hat, dass die andere Spitzhacke total runter ist. Aber ich halt nicht genug Punkte habe, um die zu reparieren. Also. Kommt das hier uns ganz gelegen, dass wir hier so reichlich Kohle finden? So. Oh, noch mehr. Hallo Schwede. Ich mach mal Licht hier. Neben mir was spawnt. Und ist mir neben mir direkt ein Creeper gespawnt, der hat auch richtig Schaden erzeugt bei mir. Und in der Umgebung natürlich. Natürlich. Das habe ich natürlich leider verpasst. Oh Mann, diese übertrieben epische Musik. Das passt jetzt nicht so unbedingt gerade bei Kohlehacken. Aber ich lasse es einfach laufen, weil ich habe jetzt nicht die Komfort, einen zweiten Bildschirm zu haben, wobei ich das alles steuern kann. Ich müsste extra auf den Desktop wechseln. Das machen wir natürlich nicht. Wir lassen es einfach laufen. So, jetzt mal hier weiter. Wechseln aufs Schwert. Wow, aber ist ja richtig gelohnt hier. Guck mal an hier. Alter Schwede, das ist gut. Und hier, ein Wasserfall. Vom Feinsten, alter Schwede. Cool aus. So. So, achso, ja, hier haben wir ja schon das Problem, dass wir hier wieder runter müssen. Ach du Scheiße, ab. Ab. Jetzt geht's los. Wir müssen hier durchkämpfen irgendwie. Ist hier irgendwie Kohle? Nein. Da habe ich zugemauert? Was war da ein Cave? Habe ich zugemauert, glaube ich, ne? Bestimmt habe ich da zugemauert. Um da nicht runterzufallen, wahrscheinlich geht es irgendwo steil abwärts da oder so. Weiter luschern. Nee, da ist. Achso. Da geht es einfach nur in die Höhle rein. Okay. Und dann, wenn ich das da ein Mauerstück, dann kann ich auch da ein Stück Mauer hinsetzen. So, das wird auch noch ein Spaß werden hier. Ah, schön. Oh, hier warten noch so viele Ressourcen auf uns. Und, es geht abwärts. Oh, hier gehe ich mal schnell dran vorbei. Nicht, dass hier irgendwas runterschießt. Oh, hier ist Kohle. Kann ich hier ohne Gefahr? Ja, kann ich Kohle runterholen. Ohne Probleme, ist klar. Aber die Fackel wird gleich fallen, deswegen machen wir gleich neue Fackel hin. Ich höre Lava. Hier Lava ist in der Nähe. Ich höre es. So. Das ist gut. Bringen uns ordentlich Punkte ein. Türenfehler, Kohle, was sage ich für ein Scheiß. So. Ja, längere Pause schon bei Minecraft gemacht. Abgesehen von den Minuten, die ich allein gespielt habe.
Das ist ja. So. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ich habe ja gesehen, anhand der Klicks ist es vielen auch ziemlich uninteressant. Die gucken. Guckt ja eher doch lieber die Sims 2 Serie. Ja, kann ich verstehen, weil es macht ja fast jeder zweite Minecraft. Daher völlig okay. Und Sims 2 weiß ich nicht, ob das da noch viele Let's Playen. Keine Ahnung. So. Sims 3 habe ich auch nochmal eine Folge gemacht. Ich weiß nicht, wann die jetzt online kommt. Das wahrscheinlich, ja. Ne, ich bin was immer abwechselnd. Ne, es wird. Überlegen. Ne, es wird noch. Ja, bevor ihr das hier seht, ist das, genau. Oh, Kartoffel. Huch. Ja, es wird ein Spaß, merke ich. Das wäre noch ein richtig schöner Turn hier. Der Weg zurück. Der Weg zurück wird kein leichter sein. Da geht es immer so schön abwärts. Aber hier haben wir nochmal Kohle, die wir unbedingt mitnehmen müssen. Kann da was runterfallen da oben? Ja, bestimmt kann da oben was runterfallen. Das wäre sehr unschön. In dem Fall ist mir tatsächlich mehr die Punkte wichtiger als die Kohle selbst. Ja, klar, ich nehme sie mit. Da mache ich jetzt nicht, weil da geht sie wieder runter, dann ist die Lava. Oh, da war ja. Ah, hab ich gewusst. Ich hab gewusst, siehste. Da ist das schon. Da ist schon so ein Arsch. Na? Da ist schon so ein Arsch gewesen. Ich gehe jetzt aber nicht weiter in die Höhlen rein jetzt. Wo ich das ziemlich verleide. Ich habe da wieder Kohle gesehen. Das könnte man mal schnell abgreifen. Aber ich muss was essen. Aber das machen wir nicht. Die kommt später dran, die Höhlen. Vielleicht. So, ach, da ist Kohle. Nee, ist zu hoch. Okay. Hoch, dann hier runter. Dann geht's hier weiter. Das ist eine schöne Reise, auf jeden Fall, und schön langweilig für euch. Deswegen habe ich gedacht, Mann, das wird bestimmt richtig schön langweilig für euch. Das muss ich unbedingt aufnehmen. Was tue ich jetzt hiermit? So richtig einfach eine schöne, einfache Reise, wo ich dann zwischendurch mal ein bisschen Kohle abbaue. Das rüttelt so ein bisschen. Keine Ahnung, warum. Ja. Das ist ein gutes Werkzeug dafür. Unbedingt, man sollte eine Holzaxt nehmen, um Kohle abzubauen. Ganz wichtig. So. Okay, das nehmen wir mit. Oh, ja. Ah ja, ein neues DSA-Projekt bin ich auch dran. Ich hoffe, ich schaffe das. Also ich habe schon ein paar hochgeladen, paar Folgen, aber ich hoffe mal, dass ich das mal durchspielen kann. Ich hoffe es einfach mal. Ich werde heute Abend nochmal eine Folge oder zwei aufnehmen. Mal gucken, ob ich es schaffe und mich dazu durchringen lasse. Ich meine, ich habe ja genug schon auf Vorrat aufgenommen, vielleicht schon für fast den Rest des Jahres. Aber vielleicht ja, kommt mich ja in die Situation, dass ich dann eben halt zwei Folgen pro Woche raus tue. Zumal die ja so ganz schlaue Leute, also ein ganz spezieller, ja plant, dass jeder YouTuber gefälligst doch auch einen Fernsehvertrag haben muss. Na, das geht ja mal gar nicht, dass er hier den allgemeinen TV-Sendern, ja, vor allem diese armen Privaten wie RTL und sowas, Konkurrenz machen. Ne? Und das ganz ohne, dass sie Gebühren bezahlen müssen. Das geht ja gar nicht. So. So. Naja. Da müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, wenn das dann soweit ist, werde ich dann, dass dann tatsächlich so sein sollte, so kommen sollte, dass dann auch selbst die Winzlinge, also die Zwerge, also ne, so von den User und so Gebühr bezahlen müssen, seine Rundfunkgebühr bezahlen müssen. Ja, ja dann, das geht natürlich nicht. Das rechnet sich dann auch nicht, weil YouTube bringt mir null ein, null Gewinn. Ja.
Absolut null Gewinn. Das ist einfach wirklich nur Spaß. Und wenn mir das nicht mehr vergönnt ist, dann, ja, da muss ich natürlich aufhören damit. Dann geht das nicht, ne? Da muss ich meinen Kanal leider auf dann. Ja, diesen Kanal kann ich eigentlich ja komplett schließen. Und meinen anderen Kanal will ich auf privat schalten, also sonst halt nur für Privatvideos dann nur noch da. Ja, das ist leider dann so, ne? Wenn es dann kommt, so. Ich hoffe nicht, weil würde ja auch den Staat viele Steuern fehlen, weil die meisten würden ja dann entweder ins Ausland gehen oder eben tatsächlich dasselbe tun wie ich, einfach die Geschichte hier schließen, weil sich das dann einfach auch nicht mehr rechnet. Ne? Wenn man da jeden Monat da 10.000 Euro abdrücken muss, um die Lizenz zu haben, zu senden, nein. Leute, das hört dann auch auf. Wow, das kann ich auch mal aufhören. Hier bin ich ja. Muss hier mal weiter höher gehen, weil die Kohle so weit oben ist hier. Wollte ich doch gar nicht machen. Ich wollte gar nicht die Kohle jetzt hier hinterher. Aber gut, ich mache das jetzt einfach mal. Ja, ich höre hier alles Mögliche. Ein Viecher, höher, gruselig. Ist auch schwer, auch das noch Kohle. So, sehr schön. So, machen wir hier mal den Weg frei, dass ich hier runtergehen kann wieder. Haben wir gar keine Treppe hochgebaut? Ich habe mich einfach hochgebaut, ne? Kann es sein? Ah, ich fauler Sack. Meine Spitzhacke geht kaputt. Oh, da habe ich ja noch nicht so unbedingt gerechnet. So. Ja, die habe ich mir absehen. Die war ja zu weit oben. Da wollte ich mich jetzt nicht unbedingt hochbauen. Jetzt in dem Fall war ja einfach, weil ich den Pfad der Kohle gefolgt bin. So, da gehe ich auch nicht ran. So weit oben. Da könnte man rankommen, theoretisch. Da. Weil das ist ja nicht so hoch. Da kann man ja mal eben so ran. Was rausholen. Siehst du wohl, geht doch. Das kann man mal. Spitzhacke ist gleich kaputt. Dann muss ich doch das in meine Diamantenspitzhacke gleich in Antrieb. Was? Das ist zu weit oben. Okay, tschüss. So. Dann nehmen wir es mit. Hoch, hier hoch. Darüber. Stock und Stein halt, ne? Ja. Jo. Oh. Wieder die Höhlen hier überall. So, mitnehmen. Hopp, hopp, hopp. Ich kann mich jetzt eine runterschießen und die Lava fetzen. Vielleicht geht es gerade abwärts. In die Lava ging glücklicherweise nicht. Ich bin so eben mein Herz stehen, dass ich da auf einmal unerwartet eine Stufe tiefer fiel. Glücklicherweise nur eine Stufe. Habe ich nicht aufgepasst. War ein bisschen unkonzentriert. So, das nehmen wir mit. Natürlich. Hier meine Fackel scheint ein bisschen mehr ausleuchten. So. Also, lass mal liegen, nicht so wichtig. Da ist eine Fledermaus gestorben. Wir sollten hier auch ausleuchten. So. Genug ausgeleuchtet? Ich glaube ja. So. Ah, also ich erwarte, dass jetzt so viel Kohle. Ich habe mir zwei Spitzhacken eingepackt. Ja, und die Banden habe ich nur noch. Hopp, gehen wir hier lang. Tippel, 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 tippel. Und nehmen wir die Kohle hier mit. Lava über Lava. Gruselig. Spitzhacke, oh nein, Spitzhacke kaputt. Noch mehr Kohle hier. Oh Mann, zu viel Kohle. Oh, also ich schätze, ich bin. Und wir sollten noch nicht weitermachen, sehe ich gerade. Da geht es nämlich abwärts. Ah, lassen wir es hier. So. Hier wieder hoch, hopp, 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 hopp. Schwert umschalten. Jetzt gehen wir auf Turbo. Hier haben wir schon alles ziemlich geglättet. Haben wir auch nicht mehr so viel vor uns. Guck mal, wir nähern uns der Zivilisation. Hallo, wer bist du denn? Hast du mir nicht eine Spitzhacke mitbringen können? Ey, du sagst, ohne Spitzhacke hier anzukommen, ist ja wohl eine Frechheit.
Drecksack. Weißt du? Jetzt, wenn hier steht, ruft, ich brauche eine Spitzhacke und dann kommt der Spackler um die Ecke, aber keine Spitzhacke in der Hand. Ach, Frechheit, echte Frechheit. Noch mehr Kohle, also Kohle haben wir Mast. Ich höre wieder so komische Schritte. Oh, hallo, Party! Hey, noch mehr. So, Spitzhacke mitgebracht? Auch nicht. Hm. Hier ist nichts mehr drin, ne? Oh, Stein ist hier drin. Okay, schauen wir mit. Holen wir mit. Was haben wir hier dann? Nimmst nichts mehr. Nein, was unterwegs das bauen? Achso, Wappenhaut. Wenn wir das hier eigentlich können wir dann hier nochmal. Pass auf, so, zack. Ne, geh rein da oben. So, zack. Machen wir so. Theorie. Brauchen wir nicht. So. Okay. Gehen wir weiter. Mann, ich werde der Susi nicht weiter braten, weil wir viel zu weit weg sind. Oh hier, guck mal, hier ist ja schon mal so ein kultivierter Tunnel. Ah, guck mal, hier Stein, Stein, Stein. Wo ist Stein? Da ist Stein. Guck mal, da können wir so kleine Reparatur machen. Obwohl, das noch. Weiß nicht, ob es unbedingt Sinn macht, ob dieser Tunnel so am Ende bleiben wird. Weiß ich nicht. Hm. Da weiß ich noch nicht so genau. Ich schreibe mal wieder auf schwer. Oh. Na? So. Ja, das ist hinter der Wand. Okay. Da ist auch wieder Lava. Ich hoffe, das funktioniert mit der Aufnahme. Gucken wir, was ist denn bei YouTube los? Mal gucken. Oh, heute nicht so viel los, ne? Alexi Bixi hat ein neues Video rausgetan. Fahren mit dem Autopilot. Gruselig und geil. Das macht auch Spaß, dem Mann zuzugucken. Seine Videos sind immer echt. Eigentlich richtig gut. Das ist also so schön frei, so total unbefangen und. Ja, weiß nicht. Teilweise mal, ich weiß nicht. Also ist eine ganz komische Art hat er die. Da haben wir noch alles vor uns. Das haben wir alles noch vor uns. Oh. Oder jemand anders macht das. Oh, ich sollte was essen. Zack. Lecker. Vielleicht geht nichts über ein schön leckeres Stück Fleisch. Wir bringen noch ein bisschen Verdorbenes für die Hundis mit, auch schön. Langsam nähern wir uns hier. Hopp, ab jetzt. Ganz schöner Turn, muss ich sagen. Hm. Da muss ich hier. Hier kommen natürlich überall noch Gleise hin, das wäre ein Wahnsinnsaufwand, das alles mit Gleise versehen. Muss ich mal gucken. Ah. Da geht's hoch, ne? Oh Mann, ist das monoton. Da habe ich euch bestimmt eine richtige Freude gemacht. Da mögt ihr bestimmt gucken. Ah. Wahrscheinlich nur ein Klick. Und das bin ich selbst. So, guck mal, hier ist schon die. Ne, habe ich die Stufen schon so gelassen für die Gleise. Na. Hoppla, hoch. Zack. Oh, da stehen schon ein paar Gleise. Guck mal hier, da sind schon die Gleise. Das ist schon mal der Beginn. So. Und hier ist der Bahnsteig und zack. Hier ist der andere Bahnsteig, der uns hier gleich wegbringt, wenn wir es dann wollen. Hier ist Kohle. Schön, dass hier Kohle ist. Hier ist Stein. Ist auch schön, dass hier Stein ist. Aber es ist gar nichts im Ofen drin. Warum nicht? Machen wir alle drei Öfen voll. Das geht ja gar nichts. Hier gar nichts tun hier. Das ist ja wichtig, dass sie hier arbeiten, ne? Das ist ganz wichtig, dass sie alle was zu tun haben. Da. Theoretisch schmeißen wir hier rein und das gammelige Fleisch für Hundis. Können wir ja mitnehmen, ne? Die Knochen nehmen wir auch mit. Sonst können wir alles hier drin lassen. Das ist Stein. Stein lassen wir auch hier. Es kommt, ja weiß nicht, das Kohle, das hat. Und glaube ich, hier kommt der Baum. Egal, auch hier kommt das Baumaterial rein. Hier kommt Stein, was ist hier? Kies kommt hier raus. Sandstein, nee, Sandstein kann drin bleiben. Eisen, das Eis ist das, okay. Dann haben wir Pfeil. Das ist die Erde, nehmen wir auch hier raus. Kommt hier auch nicht rein. Was kommt eigentlich hier rein? Das ist so der Raffelkram, der hier reinkommt. Ja, Sand, ja, genau. Ja.
Und das brauchen wir, das können wir da drüben mit machen. Und das auch, tun wir auch drüben rein. So. Solche Spezialsachen. So. Genau. Dann haben wir schon die Pfeile da drüben. Dann kann man auch Schwarzpulver da rein tun. Alle Kartoffeln. Ah, die Kartoffeln. Können bei mir bleiben. So. Was mache ich denn da für einen Scheiß? So, Steinschwert. Das brauchen wir nicht so zwingend. Und einen kaputten Bogen legen wir auch da rein. Einfach mal. So. Und, ah, ja, die nehmen wir mit. Die brauche ich. Weil ich muss noch mehr Lampen bauen. Das ist gut. Kürbislaternen. Die brauchen wir nur für Veranstaltungen. Glas. Glasscheiben. Können wir auch gebrauchen. Wir nehmen mal ein bisschen Glas mit. Das Glas generell alles mit. So. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt schon einpacke, aber das ist die absolute, einfach die Gier, weißt du, wisst ihr? Quarzblöcke, das bleibt hier, Quarzblöcke. Granit kann hier bleiben. Jo, kann alles hier bleiben sonst. Okay, wir brauchen eine. Ach ja, stimmt, die Lore. Ich hätte Loren mitnehmen können hier, die. Mist. Oder muss ich hier noch was holen? Na, hier muss ich nichts holen. Zack, schauen wir mal hier weg. Überlegen mich gerade. Nein, da war nichts. Nein, nein, ist ja nur dieses Quarzhaus, da ist keine Bibliothek drin und so, gar nichts. Oh, die Bibliothek. Komm, hier mal wieder schön, ne? Ich hab gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir jetzt spielen. Aber ich hol jetzt erstmal, ja genau, ich verzauber nur hier meine Spitzhacke und dann fahren wir wieder zurück. Ja, dann war es das für heute. Ich hoffe, er nimmt doch auf. Und ich hoffe, er nimmt richtig auf. Ne? Alles synchron und solche Sachen. Aber das hakt noch ein bisschen. Ja, mal ein elektrisches Licht. So möchte ich das ja überall haben. Weg von den Fackeln. Aber da müssen wir noch ein paar Mal noch eine Nähte haben. Oder ganz viel Glowstone holen. Stone. Glowstone, ne? Ja. Oh. Na ja, super. Hallo Spinne. Kommst du hinterher? Ich schaff das nicht. Ich bin schneller. Gut, alles klar. Das ist natürlich gerade Nacht. Das ist ein guter Zeitpunkt dafür, muss ich sagen. Und Regen. Toll, ich komme aus dem Dunkeln und das erfängt mich. Dunkelheit und Regen. Nässe also. Regen. Na super. Da müssen wir die Bibliothek einbauen. Ne? Ich muss ja viel zu weit reisen, um zur Bibliothek zu kommen. Ah. Auch hier ist wieder trocken. Achso. Das hier. Hoppla, ja, das machen wir damit weg. So. Da sind schon vier drin. Da sind nur drei. So. Dann machen wir daraus vier. So. Wir gehen erstmal zu unserem Haus und schlafen. Ich hoffe, es ist nicht spawnt jetzt nicht so viel. Beeile mich mal ein bisschen. Wenn ich jetzt, wir fehlen ganz schön viele Fackeln. Kann das sein, dass der andere hier an die Fackeln bedient hat? Hallo, Pferd. So. Hier hat nichts gefehlt an Glas oder so? Nein, da war es. Hallo, da ist ja einer. Ja, super. So, den nehmen wir mit. Kommt noch einer? Nö. Gehen wir unsere Hundis besuchen. Tür zu. Hallo, Wuffis. Oh, komm, wo ist der Essen verteilen hier ein bisschen? So. Oh. Ja, gleich hier Wuffis machen hier, ne? Oh, Mann. Setz euch mal hier. Also wirklich. Frechheit. Ihr seid frech. Mit euch aus? Geht's euch gut? So. Ja, so. Wer sitzt denn da noch? Sitzt, hat man nicht gegessen, ne? So. Kommen wir mal da aus der Ecke raus. Wieso rennen sie alle in die Ecke? Keine Ahnung. K.
Keine Ahnung, warum sie alle in der Ecke sitzt. Da sind kleinere Profile. Setz dich auch mal hin. So. Letzten. Okay. Sanders, irgendwas wollten die verfolgen, so wie es aussieht. Warum? Komisch. Alle in die Wand da draußen hin. Hm. Muss ich nicht verstehen. Haben wir hier drin? Hier tun wir noch das Gammelfleisch rein. Oh, wir haben ja genug da für die Hundis. Das wäre gar nicht so dramatisch gewesen. Kartoffel. Hab rein damit. Karotten haben wir ja auch noch. Okay, stopp. Das ist alles gut hier. Alles vorrätig. Der Ofen mit Kohle ausgestattet. Mal ein bisschen mehr Kohle reinschubsen hier. Hm? Ofenkartoffel. Hm? Nix. Ofenkartoffel. Wir haben kaum gebratenes Fleisch, was auf. Dann tun wir hier mal ein bisschen noch gebratenes Fleisch rein und behalten die Ofenkartoffeln noch an den Start jetzt. So machen wir das. Siehst du. Gut, da haben wir noch Milch. Ja. Was wollt ihr? Was ist denn da? Was wollt ihr denn los? Wie die Tür zu ist, dann würden sie da glatt rausrennen. Ihr seid verrückte Hundis, echt. Mhm, die können wir ein bisschen schlafen gehen, so. Hopp. Gute Nacht. Da sind wir wieder. Ein wunderschönen guten Morgen. Haben wir hier? Hm. Auch nichts. Tolles Dreisattel. Interessant. Hm. Haben wir auch noch allerhand zu tun. Das ist auch noch nicht fertig. Ich habe nichts fertig. Alles nur angefangen. So. Jetzt kommt kein Creeper um die Ecke gewackelt. Wäre doof. Hat dann auch Hund, die hätte ich auch mal füttern können noch. Das ist ein Zombie. War es der, auf den die wollten? Schnell gestorben. Und die Punkte nehmen wir gerne mit. Und noch einer? Nö. Das war's. Okay, dann gehen wir mal wieder zum Bahnhof. Ich habe gesagt, da fehlt ein Fackel, ne? Wo waren das, wo Fackeln fehlten? Fehlt noch irgendwo Fackeln. Ah, hier. Hier der zweite ist normalerweise eine Fackel gewesen. So. Wunderbar, passt das wieder. Okay. Hm. Sieht aus, als einer Fackeln brauchte. So. Okay. Wie viele Treppen? Wie viele Treppen? Wo denn? Ich höre sie, aber sehe sie nicht. Wo denn? Hm. Ach, das ist wahrscheinlich unter der Erde. Ah, da nicht. Genau. Ach, ja. Mein XP-Spende, die ich noch nicht fertig gebaut habe. So. So, wo müssen wir jetzt hin? Das ist die gute Frage. Wo muss ich denn jetzt hin? Überlegen. Zum Bauern? Zum Baumdorf auf gar keinen Fall. Das funktioniert auch nicht mehr. Quarz blockt da auch nicht. Ich muss hier runter. Genau, ich muss da runter und dann erstmal zur anderen. Das ist auch noch nicht aktualisiert, ne? SEO Iceland, Trash Tower, was ist das? Bisshausen, Altwasser und Leuchtturm. Mhm. Hm. Muss noch ein paar. Das ist das nachher wieder zurück. Da denke ich dran. Ich bin hier schnell gefahren. Überlegen, wie ich da hin muss. Da sind wir gekommen. Jetzt bringen wir uns noch zum Hauptbahnhof. Klein Unterdorf. Nee. Aber da in der Bibliothek. Da ging es zur Unterstadt, ne?
Unterstadt ist auch ein bisschen teuer übertrieben. Kriegt auch alles noch einen anderen Namen. Das gefällt mir alles noch nicht. Ihr könnt ja mal ein paar Namen posten, die hier passen würden. Pilshausen. Was Pilshausen? Wo war das? Hauptbahnhof. Das ist ganz falsch. Klar, Unterdorf. Wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß es nicht mehr. Was Pilshausen? Ich glaube ja, oder? Ich glaube ja, da hatten wir das normale Haus gehabt und dann ein paar Pilzhäuser gebaut. Deswegen haben wir das Pilshausen genannt. Das ist natürlich nicht, auch nicht toll, dass da da ist. Das ist uns unbedingt schöner geworden als. In der Tunnel brauchen sie ein bisschen mehr Deko, so, ne? So ein paar Stützpfeiler und so. Ich ist die richtige Stelle gefahren. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Jo, ich bin falsch, ne? Jo, ich bin falsch gefahren. Ich trottel. Oh Mann, Trottel, zurück. Scheiße. Das sind die Schilder links stehen und ich kann mich rechts einordnen. Mann, Trottel. Ein weiter rüber musste ich. Da wäre der Richtige. Und nochmal zur Übung. Déjà-vu. Der täglich grüßt das Murmeltier. Ach je, so, nochmal. War ja fast richtig, nur das ist halt das Nachbargleis, das glaube ich. Oh Mann. So, nochmal. Zum Üben. So, dieser hier ist das nicht. So, weg. Der hier ist das. Nein, der ist das. Hä? Der hat uns auch benutzt, das ist ja richtig. Da muss ich hin. Bin ich jetzt irgendwie. Habe ich jetzt was geraucht? Also irgendwie bin ich jetzt verwirrt. Der ist das jetzt. Oder? Aha. Der fährt dann ganz anders. Okay. Ich weiß das alles nicht mehr. Was haben wir in die Beschriftung nicht hin? Geht gleich zu Fuß. Wie schneller wahrscheinlich. Auf und ab. Auf und ab. Und flupp, links und rechts. Auf und ab. So. Okay. Hakel ein bisschen. Dann haben wir mal unseren Dreck abgeladen, wie es aussieht. Ja. Ja doch, das ist richtig. Der Weg ist richtig. Alles klar. Jetzt passt das. Alles gut. Der Tunnel muss auch noch hübsch gemacht werden. Ach, Mann. Die Baustellen. Der ist richtig alt hier. Wir haben leider keine Baustelle angemacht, wann das gebaut wurde. Ah, das ist doch ein recht früher Tunnel. Schön, ne? Hier so quer durch das Wasser zu fahren. Ja. Das Haus ist auch noch nicht eingerichtet. Nehmen wir auf dem Pilzdach. Ja, ökologischer Hausbau ist hier. Ist hier sehr, wird hier sehr gefördert. Sollen wir sehen. Natürlich. Das Ding hier wieder von Gleis hier ab. So.
Leuchtturm und der andere wieder Trash-Tor. Okay. Okay, da rein. Das Ding ist nicht aktiviert. Da ist aber noch Müll drin. Okay, hier sind wir richtig. Da wollen wir nicht lang. Gehen wir hier lang. Hier ist sehr viel Wald. Hier sind auch viele Fackeln hier. Weil hier nämlich sehr gerne Monster gespawnt sind. Schwein. Hier muss auch was her, ne? Also das ist ja auch sehr leer hier. Irgendwie so Blumentöpfe-Deko einfach. Einfach Dekoration. Oh, hier haben wir noch Golden. Auch nochmal 5 Diamanten. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber lass mal hier noch liegen. Jetzt mitnehmen, ne? So. Hier sind wir nun. Alatsupi heute auch. Alatsupi. Alatsupi. Zack, nehmen wir mal 2 mit hier. Dann ab in diese schöne Kammer hier. Okay. Dann tun wir hier die Spitzhacke rein. Wo kommt die denn? Ach da. Man sieht das hier gar nicht. So, und dann Lazupi damit. Brauchen wir mehr? Keine Ahnung. Was ist das? Effizienz. Zack. Alles klar, nochmal. Achso, den Rest muss ich mit Büchern machen. Okay, dann haben wir jetzt Effizienz hier drauf. Und Hyper K1. Gut. Mehr geht leider nicht. Das Schwert kann auch nicht mehr noch. Nee, geht nicht. Okay. Das ist alles Verschwendung eigentlich. Na, was können wir da? Effizienz kann man da auch noch drauf tun. Aber das ist nicht wichtig. Weil das Wichtigste ist das hier. So. Da haben wir 18 Punkte. Da können wir ja eigentlich noch eine zweite vorbereiten. Umso mehr wir haben, umso besser. Wir wollen mal hier 3 mit. Brauchen wir noch Holz. Haben wir hier immer noch Holz? Nö. Hier ist ganz viel Holz. Ah, oh. Okay. Ja, also hier hat es nicht an Stickies gemangelt, würde ich sagen. Upsi, Edian, Upsi, Edian. Kann man noch ein Tor bauen? Okay. Machen wir aber nicht. So, machen wir nicht, bauen wir nicht. Wieder dunkel. Muss uns aber jetzt nicht stören, so wollte ich es machen. Dann muss noch eine fertig. Ich hab. Ist ja schon dunkel drin. So. Obsidian rein hier und dann auch Effizienz. Zack. Ist ja auch Effizienz da, alles klar. Aber wir können noch ein paar Bücher zaubern. Wir haben noch ein paar Punkte da, da können wir noch Bücher verzaubern. Brauchen wir anscheinend auch noch nicht so viel. Da können wir die hier reintun wieder. Nehmen wir ein paar Bücher mit, machen wir ein paar Bücher fertig. Weil sich das auch irgendwie lohnt. So. Hopp, Buch. Dann können wir hier Schuss sichern an. Federfall. Für Schuhe ganz gut, ja. Haben wir noch was anderes? Federfall. Feuerschutz. Schuss sichern, nee. Ändert sich nicht. Sollen wir mal ganz rausnehmen, oder was? Anderes Buch nehmen. Schuss sicher. Federfall. Bleibt so. Bleibt so, es bleibt so. Nehmen wir Federfall mit. Oh, was haben wir da? Schärfe und Schutz. 2. Schärfe 1. Schutz 2. So, haben wir ein bisschen. Und Stärke. Haltbarkeit. Haltbarkeit, sehr schön.
Haltbarkeit ist wichtig. Stärke. Was war es denn noch schon? Ne, den machen wir nicht. Den machen wir auch nicht ab. Die Musik ist bedrohlich. Und das ist so draußen dunkel und dann finde ich das schon sehr gruselig mit der Musik. Mit dieser Musik meine ich. Also, und so. Wir sollten schlafen gehen, mal schnell. Gute Nacht. Dann sind wir wieder auf ein neues. Ja, leider liege ich hier alleine. Ich habe ein schönes Doppelbett hier, ne? Aber ja, meine Liebste mag das Spiel halt nicht. So. Die mag das Spiel nicht. Das ist mal drin. Dann schmeißen wir jetzt mal hier das wieder hier rein. Und die Bücher schmeißen wir hier wieder rein. Federfallschutz und Haltbarkeit, genau, die nehmen wir mit. Okay, dann gehen wir wieder nach Hause. Gehen wir wieder in die Tunnels hoch. Ab in die Tunnels. Ab. Wir können es kaum abwarten. So viel Lust habe ich allerdings nicht, aber muss. Ich will das fertig haben. Und ja, ich lasse euch ja schon nicht mehr dazu gucken, wenn ich da den Tunnel aufbaue. Das ist noch so eine Antriebsmaschine, nehmen wir mal mit. Die wir gebrauchen. Oder naja, ein Wartungsteil, ne? Das haben wir hier drin liegen. Hier. Falls mal. Wo sind die jetzt? Falls hier mal eine gebraucht wird. So. Lassen wir so. Und wir müssen jetzt nicht zum Leuchtturm. Wir müssen hier zum Trash. Ne? So, wir zurück. Und von dort aus fahren wir dann wieder zum Hauptbahnhof, um dann wieder zum Quarzblock zu fahren. Mann, ist das laut. Schnell genug, dass man dann vorbeifährt, bevor die explodieren. Ein Lärm hier. Übertriebener Scheiß hier. Ja, alle. Jedes Rille blockt eine Antriebsschiene. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben, ne? Hier dann unregelmäßig. Hm. Naja, so ist es halt. Geht abwärts. Den Sandblock, der muss mal weg. Ich muss mal Aufräumkommando durchgehen. Wenn die Abstände größer hat, auch für 3, ja. Das geht genauso gut. Ich hätte aber gerne noch ein bisschen mehr Beschleunigung gehabt, ganz ehrlich. So. Der Fernseher ist aus. Ich höre die Musik gar nicht mehr. Übelst laut. Jetzt haben wir 2 Spitzhacken, das ist gut. Ich will auch 5x3 machen, sollte ich ein paar mehr machen. Dann tun wir noch so ein paar Bücher rauf für Haltbarkeit und so. Und ja, die andere kann ich leider nicht reparieren, das muss später gemacht werden. Zack, hier sind wir jetzt. Aussteigen. Ich glaube, das ist von oben, ne? Ja, ist von hier oben. Dumpfbacke. Dumpf, 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 dump
Das ist ein Hauptbahnhof hier. So, die Schilder stehen immer links. Ah, so. Zurück zum Hauptbahnhof geht's jetzt. Hopp, das ist die Fahrt. Und da kommt dann auch die Lore wieder rein. Wie cool, dass man richtige Waggons craften konnte. Also zumindest so, dass man mit mehreren Sitzplätzen so. Ne? 3 Stück oder 4. Dann schaffen sie die Kurve hier nicht mehr. Na gut, dann maximal 2 Sitzplätze. Müssen sie die Gleise komplett anders bauen. Das Ding zu lang, Dinge zu lang sind. So, hier sind wir schon. So. Hoppala. Tun wir sie wieder hier rein, wie sie es gehört. So, dann geht's nach oben. Hier sind wir. Jetzt geht's wieder zum Quarzblock. Immer schon links müssen die Dinger sein. Ja, hier sind sie hier davor gestellt. Achso, ich sehe natürlich besser. Das ist natürlich viel besser, wenn die direkt davor stehen. So, alles klar, dann fahren wir wieder zurück. Auf geht's, ja, Leute. Und hui. Ein ordentlicher Schubs und dann abwärts. Aber genug Schwung hier um die Kurve, hier um die Kurve und dann mit der Brücke zu rasen. Sieht auch irgendwie geil aus. Und der gute Mann, der baut nicht mehr dran. Alle, die hier nur so. Ja, die alten. Der harte Kern ist nicht mehr da, ne? Also, das ist auch nicht der harte Kern mehr, ne? Ja, doof. Ja, also jetzt neue, frische Leute zugekommen. Ich hoffe, die auch ein bisschen her. Kann ich schwer kontrollieren. Ich kann auch bestenfalls nachgucken, ob Server waren, die sie mal eingeloggt haben. Das macht nicht. Bauen hier, bauen nicht. Dann sie keinen Scheiß machen, brauchst du nicht von der Whitelist löschen. So. Jo, mal gucken. So. Habe ich jetzt mal lange Zeit nichts zu sagen gehabt. Pop. Und wieder rein. Ja, Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Es geht zurück. Ab in die Tunnels. So schöne Musik, ne? So friedlich. Ist das nicht herrlich? Auch die Mittelstufen nehmen, geht schneller. Ich höre die Musik wieder so bedrohlich. Hallo, was soll denn das? Oh, wie monoton das aussieht. Man kommt so gerade und nix. Nur die Fackeln und die grauen Wände. Zwischendurch mal eine Holztür. Hinter die man lieber nicht gucken sollte. Oh Mann. Spaß, da stöhnt wieder einer. Oh. Ja, wieder hier Zombie. Hopp. Mal nicht schlapp werden. Vielleicht ein bisschen hüpfen und geht ein bisschen schneller. Hier ist die Decke ein bisschen dieser hier. Oh. Boing, boing. Hüpf, 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 hüpf.
Warte mal, der Flip von Biene Maier, oder nicht? Biene Maier, oh Gott, das waren Zeiten, so ein Kram geguckt hat. Biene Maier, Mann, Mann, Mann. Spinne war hieß Thekla, dann ihr Freund Willi und Flip, also gibt es dann noch die, wie hieß die Fliege Puck, die hat auch die hat ja auch einen Namen gehabt, weiß ich auch nicht. Ich habe auf alle Namen nicht. Was ich auch gerne geguckt habe, ist Pinocchio. Ah, Pinocchio, ich mochte Pinocchio. So. Ja, aber hat er 6 Stück geschafft stattdessen. Super. Ja, gut, egal. Soll uns egal sein. Da hüpfen wir mal weiter. Oh, wir sollten was essen. So, und weiter geht's. Wenn wir schnell zurückkommen, hopp. Genau, hier war das Problem. Wenn ich das hier abbaue, dann falle ich hier runter, ne? Ach Gott, eine dicke Party da oben. Unten. Schnappen wir die uns? Ah, da kommen die her. Ah, komm zu mir. So. Kann mitnehmen die Punkte. Kann nicht schaden. Das kann wirklich nicht schaden. Die können wir gut gebrauchen. Oh, da kommt der nächste runter. Oh, noch einer. Das Nest da oben. So. Oh, Möhrchen fallen. Das ist nett von ihm. Willkommensgeschenk oder Rückkehrgeschenk oder was ist das jetzt? Oder noch ein. Oh, wo denn? Was hinter mir? Wo kommt der denn her? Ah, oh, der hat mich erschreckt. Die Sau. Da hinten kommt noch einer. Oh, da kommen ein paar. Viel stärker. Aber. Gut. Ging. Ging doch. Das ging. Oh, hat er mich erschreckt. Ich habe auch echt Angst, hier in die Lava zu stürzen. Spinnitz. Okay. Sollte mir das zu denken geben. Huch. So, wir haben es hoffentlich bald geschafft. Wenn wir wieder gleich vernünftigen festen Boden unter den Füßen haben. Wäre ich sehr glücklich drüber. Die zerklüftete Gegend hier ist echt gruselig. Aha. Ein Gekletter hier, du. Boah. Huch, da ist noch Kohle. Habe ich die vorhin nicht gesehen. Ist hier neu gewachsen. Da ist noch Eisen. Aber hier ist gar keine Fackel hingestellt worden. Wo ist hier so dunkel? Und da ist noch Eisen. Ja, mit Schwert, natürlich. Ey, Jockel. Hallo? Gerne einschalten, so. So, mitnehmen. Okay. Hey. Brauchst du doch wieder was Böses an. Also die Musik lauscht. Ja, dann Lavasee, hopp. Wenn wir hier mal rüberkommen, übereilen uns mal ein bisschen, dass wir hier nicht runtergeschossen werden. Hat gut geklappt mit dem Hüpfen. Oh, wie sind wir denn hier vorhin rübergekommen? Ach, da hinten. Da. Oh Mann, bin ich froh, wenn ich zu Hause bin. Meine Baustelle. Immer zu Hause. Zu Hause ist es ja nicht. Ist ja ein Arbeitsplatz im Prinzip, oder? Ist ein mehrwöchiger. Ah, was war da? Wieso habe ich das hängen lassen? Da komme ich nicht ran, oder was war damit? So. Okay. Haben wir? Das ist noch Eisen. Bin irgendwie unverschämt. Huch, hau ich daneben. Bin wieder irgendwie unverschämt gierig, kann das sein? So, okay. Muss man ja einfach mal mitnehmen, ne?
kann ich einfach nicht anders. So. Meine Spitzhacke noch gar nicht. Oh, ich soll hier runtergehen von der Lavafeld hier. Und laufen. Wir haben jetzt hier wieder Steinfußboden. Ist ja schon mal was. Ich hoffe, es bleibt so. Schöne Musik. Welches Spiel ist das jetzt? Ja, ich weiß das jetzt noch nicht genau. The Witcher? Oder ist das World of Warcraft? Ah, ist auch wieder viel zu viel Lava im Wege. Ah, war aber nichts mit. Ach, da guckt man. Da ist schon ein Stück Brücke von uns zu sehen hier. Hey. Muss er hochbauen? Weil mit der Suse noch hier Treppen einbauen. Muss hier nämlich. Hier muss das alles viel höher. Ja, auch noch viel vor uns, ne? Das müssen wir alles hier noch runterschlagen. Irgendwie muss ja alles vernünftig werden. Naja, genau, da kann man auch schon Punkte abgreifen. Ein kleines Cave. So, laufen wir mal. Cave, ne, Cave ist ja nicht, ne? Einfach nur ein Spawner, ne? Oder wie. Oder ist das tatsächlich ein Cave mit dem. Ja. Ich bin ja nicht so pro, ne? Ich bin nur so ein kleiner, wurstiger Spieler. So. Ja, guck mal, hier muss auch alles nicht. Erstmal verzaubern wir unser. Tun wir noch ein bisschen Bücher rauf. Also Spitzhacken, sofern es überhaupt möglich ist. Wieder bedrohliche Musik. Und Störung von hinten. Kann einer nicht lesen? Was? Kannst du nicht lesen? Ich glaube, da muss einer nochmal in die erste Klasse und lesen lernen. So, stimmt einfach rein. Ich habe da ein schönes Schild dran gemacht. Bitte nicht stören. Aber lesen ist ja nicht so die Stärke von einigen. Nein, ich bin noch dabei und werde hier gerade gestört. Jetzt kommt noch ein zweiter dazu. Noch ein zweiter kommt hier zum Stören. Das ist ja unglaublich. Also es ist schon Mobbing. Ich würde sagen, das ist Mobbing. So. Ich werde hier gemobbt. Seht ihr, wie schlecht es mir geht hier? So. Haltbarkeit, Tech. Und zack. Wäre vielleicht besser gewesen auf den. Was haben wir hier? Schutz, Federfall. Das ist mir alles nichts. Schutz, Federfall, das bringt mir alles nichts. So. Nur die restlichen Bücher rein. Da nicht. Hier. Ja. Federfall und Schutz. Das bringt mir alles nichts. So. Und. Ja. Jetzt hat er Suse und so. Schön, hält ein bisschen länger. Mit der arbeiten wir noch primär. Und das war's dann auch schon, Leute. Ich esse noch einen kleinen Snack mit euch zusammen. Und dann das Rest wegsortieren. Jetzt Geraffel, was ich hier mit mir habe, das mache ich dann ohne euch. Alles klar, habt euch wohl. Bis demnächst. Ja, euer Jockel. Und ja, nächste Woche seht ihr dann, denke ich mal, wahrscheinlich Sims 2 oder Sims 3. Keine Ahnung. Weiß ich noch gar nicht so genau. Ich bin jetzt so weit voraus bei Aufnahmen, dass man gar nicht so abziehen kann, was kommt. Auf jeden Fall eine Sims-Folge mache ich ja mal abwechselnd, Minecraft und Sims. Und dann kommt ja wahrscheinlich noch dazwischen DSA, muss ich gucken. Wie gesagt, da überlege ich, ob ich das überlegen, Samstags drauf tue oder Donnerstags, muss ich gucken. Alles klar. Die habt euch wohl, bis dann und ciao.